der Ba-Ba-Ba! Hi Leute, hier ist der Katekio oder der Ramon wieder mit Pokémon Black. Wir machen hier weiter und ja, gucken wir mal, was hier so gibt. Hier gibt es erstmal ein Item und ein Pokémon namens Ishitumai oder Litomit. Ja, super. Ne, gegen Litomit können wir nichts tun. Gut, ich wollte heute mal einige paar Themen ansprechen, die cool sind. Nein. Gut, also erstmal heilen wir unsere Pokémon, weil wir wollen ja hier ein bisschen Spielcontent in die Richtung reden und nicht anders halt. Und Holy Hose heilen. Vor allem Holy Hose ist doch der geilste Name ever. Ich habe da so einen Abonnent, der abonniert unter jedes Video, wo ich Holy Hose sage. Yeah, Holy Hose, yay! Zufällig, das ist der Rommel oder The Rommel LP, keine Ahnung, mir egal. Nein, Scherz. Rommel LP heißt du. So, gucken wir mal, was hier unten gibt. Hier unten gibt es Gras. Und jetzt nicht das Gras, das ihr denkt, sondern Gras mit Holy Hosen drinne. Boah, super, dagegen können wir aber nichts machen. Und ich würde sagen, wir wechseln jetzt mal auf Holy Hose. Yay, jetzt habe ich wieder so einen Kommentar da unten stehen. Und damit wir die Pokémon alle 40 erreichen, das sollen sie ja, bevor ich weitermache. Und weiterhin Ishizumai. Da kommt Holy rein. Ha, zack. Und wir haben keine AP mehr für Turmkick. Muss ich gleich einen Aether benutzen. Kurze Pause. Ah, kleine Schwestern sind nervig. Ich musste jetzt eigentlich den Kampf zu Ende machen, wollte dann wieder recorden, aber hab vergessen drauf zu drücken. Egal, ein Karadon ist Level 29. Okay, dagegen können wir wenig ausrichten. Außer vielleicht eine Stärke in your face, bitch. Oh oh, Fußtritt. What the fuck? Okay, wieder ist ein Problem. Vögele. Nein. Circa rein und Circa surft das Ding einfach mal weg. Surfer Circa! Oder geht er down? Nein! Wasserdüse! Bam, 40 erreicht. Gut. Jetzt muss ich aber nur noch Holy Hose trainieren. Haha, Holy Hose. Nein, okay, der Witz wird langsam langweilig. Ah, übrigens, wegen meiner Witze, also wegen meinem bisschen Humor oder eigentlich wegen dem Scheiß, den ich in meinen LPs laber, habe ich seit neuestem einen weiblichen Fan, den ich hier mal erwähnen möchte. Und zwar die Fairy Teddy. Fairy Teddy. Die macht coole Projekte. Könnt ihr ja auch mal bei ihr reingucken. Ha, random Werbung in dem hier drin mache und so. Egal. Und der nächste Veteran. Hallo, Veteran. Von der Anhöhe stehen sich zwei Gestalten gegenüber. Du und ich. Und mit Sonnenuntergang und mit rosa Himmel und... okay, lassen wir es. Veteran Haley. Mit Barschuft. Da kann Holy Hose eigentlich wenig ausrichten. Nassschweif wird es töten. Ich wusste es. Bing! Down. Oder auch nicht. Durchbruch ziehen und wechseln. Ich muss wechseln. Wen denn? Ja, Sui Shumago. Gut, Sui. Walte deine Samstes und mach einfach mal einen Bums. Elektrobums und so. Nothing happens. Und Elektronitz. Zack. Bums. Gut, da geht er down. Sui erreicht ein paar XP. Und Holy Hose erreicht 37. Flampivian kommt jetzt. Das ist ein böses Pokémon. Weil es hat geile Werte. Ich glaube 120 Angriff oder 125 Angriffswerte hat das Ding. Und es gibt davon dann noch eine andere Möglichkeit. Das ist der Daruma-Mode. Den werde ich euch auch noch zeigen. Da hat dieses Pokémon 120 oder 125 Spezialangriff. Und dann Flammenwurf ziehen. Oh Gott. STAB 120, 125 Angriff und Ficken. Ja. Und ficken. Gut, das war es, was ich sagen wollte. Scheiße, Drill rein. Drill muss schneller sein. Erdbeben, go, 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 go. Ah, Fuchtler, kannst nichts dagegen tun. Das tut mir nicht weh. Ah, verwirrt dich nur, Noob. Erdbeben, Blast. Bam, down. Killed. Und Level 41 erreicht.
Vicky Cheetah ist der grüne Affe. Da setzen wir Holy Hose rein und wechseln dann sofort auf Tsuchimaru. Weil ich's kann halt. Der komische grüne Affe mit dem Iro. Guckt euch das mal an, das ist wirklich ein grüner Affe mit dem Iro und riesigen Ohren. Ja. Gut, Kreuzschere. Oder X-Scissor im Deutschen. Fail im Englischen. Snap! Down. Was? Okay, nochmal. X-Scissor. Warum setzt der eigentlich Gegenstoß ein? Killed. Und da geht er down. Und Holy bekommt schöne XP. Und wir stehen auf einer Anhöhe und der eine war sprachlos. Ja, also wir heilen erstmal weiter. Heil mich. Nein, das war geklaut, sorry. Wer Kid Icarus von Tsuchimaru kennt, der weiß, was das da war. Tsuchimaru heilen. Heil Sui, Scherz. Nein, der war schlecht. Der war ganz schlecht. Das war nicht bei meinem Humor entsprechend. Mein Niveau ist ja schon recht niedrig. Ah! Hallo, Litomit. Weißt du eigentlich, dass du mir gerade tierisch auf die Nerven gehst? Nein, merkst du nicht? Ach, Manu. Gut, dann gehen wir mal hier rüber. Denn hier kommen wir wieder am Anfang raus und so. Nee, das ist unnötig. Dann gucken wir mal weiter, was es hier so gibt. Oh, ein Pokémon. Und zwar ein Litomit. Hat noch niemand gesehen, hat noch niemand von geträumt. Hallo Litomit. So ein komisches Dings-Pokémon. Und Litomit. Nein, Miro Hoggu, aka Kukmarda. Ach komm. Breakthrough, Sucker. Oh no. Und Fußstrahl, das wird böse. Ich wette, schlag dich jetzt selber. Oh, that hurts. Okay. Was? Wir können nicht flüchten? Los! I'm gonna die. Nein, doch nicht, weil ich flüchten kann. Weil ich's kann! Ich bin der Held im Spiel, ich kann flüchten. Und wieder ein Zurückhex. Komm. Durchbruch. Boom, killed. Gut, okay, dann werde ich jetzt ein paar Zurückhex töten, weil die auch noch ein paar nice XP geben. Tralalalala, trollololala. Gut, weiter. Autsch. Und ich so. Nein, schon wieder so ein Karadonis-Spaß. Darauf habe ich aber gar keinen Bock. Und ich mache einfach mal die Biege, wie die Fliege. Auf der Liege. Okay. Hey, VM Kaskade. Nice. Moment mal, VM Kaskade? Nice. Okay, die Hose. Trollolololololo. Mann, hier sind viel zu viele Pokémon. Aber egal. Das Zurückhex, da wird jetzt einfach durchgebrochen. Brech es, Holy. Holy Hose. Boom, down. Fuck. Manjo, I fail. So, aber Zurukex wird jetzt sein Level up erreichen. Dann wird was Episches passieren. Und zwar Level 38 erreichen. Wir lernen Knirscher. Om nom 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 nom. Vergessen für Gegenstoß. Und Knirscher gelernt. Und? Was? Moment. Kurze Pause. Dam, da, da, da. No, I epic failed. Ich dachte 38. Naja, okay. Weit zurück zum Spiel. Nein, nicht Spielsynchro. Ich will irgendwie andauernd. Aber egal. So, gucken wir, was hier so geht noch. Hier gibt es im Wasser ein paar komische, nervige Pokémon. Da wir aber schon das fette Pokémon da gefettet haben. Ne, da wir das schon eingefangen haben. Dann, ja, bei Baum. Okay, und der nächste Trainer ist der hier, und zwar ein Wanderer. Bist du mit Hilfe der Karte hergekommen? What the fuck, Leute?
ich muss euch mal was erzählen. Egal, erst den Trainer. Die Karte ist praktisch, denn sie verrät einem bei genauerer Betrachtung so einiges. Ich habe gerade in die Nachrichten reingehört, weil ich kurz nach unten war, mir was holen soll. Und da habe ich was gehört. In meiner Schule, dem Cousins-Gymnasium in Wittlich, ja, ich habe euch jetzt verraten, wo ich wohne und so, hat man eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Und ja, diese Bombe halt ist noch aktiv und muss entschärft werden. Leider kann man das nicht machen, weil diese Bombe sautief vergraben liegt. Die hat man irgendwie gefunden durch ein paar Bohrungen, whatever. Wer bohrt denn da? Wer ist so seltsam? Egal. Und ja, die Bombe wird erst entschärft nach den Ferien, also ungefähr in einer Woche oder zwei. Das heißt, ich habe dann danach ungefähr eine halbe Woche oder so zwei Wochen keine Schule. Und das heißt, es ist Let's Play, wirklich, absolut. Das heißt, ich hätte vier Wochen Ferien. Aber das ist doch mal richtig genial, oder Leute? Ramon gewinnt 840 Poké-Dollar. Woo! So, hol jetzt mal die Drachenhaut. Also nicht, dass ich nicht gerne zur Schule gehen würde. Es wäre mir irgendwie lieber, als die ganze Zeit hier daheim zu sitzen und irgendwie was zu zocken, aber das war gelogen. Yay! Gut, gehen wir mal in das Haus rein. Steige aus dem Bett, Scherz. Hey, warte mal. Täusche ich mich oder sieht dann hier. Warum ist hier Cure? Und ich suche die ganze Zeit hier da Long Tonkick weg. Sag, du bist doch ein Pokémon-Trainer. Was ist das? Ich möchte einen kleinen Ort anvertrauen, den ich beim alten Palast gefunden habe. Ein Pokémon-Ei. Okay. Zwischen den Felsen hier gibt es besondere Pokémon. Ich sag nur da, what the fuck? Okay, aber egal, wir gucken einfach mal, was hier so gibt. Hier gibt es Turokeks. Oh no. Durchbruch down. Get killed, bitch. Gut, 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 gut. Hier gibt's nix. Und nix ist natürlich viel. Wir werden uns aber dann jetzt erstmal da hochbegeben. Und dann mit dieser Strömung da oben fahren. Ja, wir fahren gut auf der Strömung. Pokémon. Aka Ichizumai. Ülülülü. Trollolol. Gut, weiter geht's. Ja, und wenn ich das jetzt weiter erzählen darf, von der Schule. Dann gehe ich nicht zur Schule da zu der Zeit und das ist völlig legal, weil wegen Bombe und so. Aber Leute, das ist doch mal richtig epic. Wem ist das passiert? Schreibt es mir in die Kommentare, wem was ähnliches passiert ist. Dass mal Schul irgendwas war, wegen zum Beispiel irgendeiner Verseuchung oder weil Baum oder. Ja genau, weil ein Baum auf euer Haus gekippt, auf eure Schule gekippt ist. Das war jetzt total eine sinnloser Vergleich, aber naja. Sagt mir einfach mal, ist irgendwas mal passiert, dass euch die Schule ausgefallen ist, aber jetzt kommt mir nicht mit Hitze frei, das ist nämlich. Nun ja. Grenzwertig. Das zähle ich nicht als grenzfrei. Und ich werde angeskalt. Woo, awesome. Gut, egal. Wir machen jetzt einfach weiter und wir machen Skype gleich aus und so. Nein, Scherz. Weil ich muss es anhaben, wenn Fairy Teddy Bear ankommt, weil ich mit ihr schreiben möchte, reden möchte, weil ich sie neu kennengelernt habe und so. Und ein Quabble! Hallo, Quabble. Ich werde das ganze LP übrigens so machen, wenn da so ein Quabble kommt, dass ich Quabble sage. Das war Fail, oder? Wo pust du mich hin? Du pust mich irgendwo hin. Was nett ist. Gut, gucken wir mal, was noch hier drin ist. Hey, ein Pokéball. Dubio-Disc. Okay, ein 1. Ein Pokémon-Trainer. Je mehr Kämpfe ich mit meinem Pokémon bestreite, desto glücklicher bin ich. Oh no, Glücksrauch. Forscher Idris mit Deponitox. Mal sehen, ob wir es noch in dem Party schaffen. Hol die Hose rein. Hol die Hose, Junge. Tonkick. Oh oh, X-Angriff, das wird böse. Jump kick, bitch. Oh fuck. Bruchrüstung, Verteidigung sinkt, lol.
und Initiative steigt. Egal. Stärke. Au, 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 au. Ich mach Bombe. Boah, Skype, du nervst. Bruchrüstung wirkt, Initiative steigt und bla 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 sinkt. Scheiße, ich hab dafür keine Zeit mehr. Ja, Leute, ich würde sagen, im nächsten Part machen wir dieses Deponitox fertig und zwar mit Drill. Bis dann, Leute. Chosen!